Ja, es fragen sich ja schon einige, ob ich eine Freimaurerin bin. Das war mir ja klar, dass das natürlich gefragt wird. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, woher auch die Frage kommt, weil ich ja auch diese entsprechende negative Wissen, die im Hintergrund, im Verborgenen natürlich auch verwendet wird, dass ich ja auch offenzügig drüber spreche. Ich kann sagen, jein. Ja. Jein. Es gibt unheimlich viele aus den dritten Generationen, die jetzt nicht in der Freimaurerei beigetreten sind, die nicht zu der Freimaurerei angehören. Man muss erstmal beitreten natürlich, damit man dann auch wirklich ein anerkannter Freimaurer ist. Aber meine Familie in Bezug auf die Vergangenheit, auf die Geschichte. Ja, wir waren einer der Hüter von diesem ganzen Sakrileg, von diesem ganzen Konstrukt der Freimaurerei. Weil wir waren Freimaurer, ja, aber nicht ich, also meine Schwester auch nicht. Wir hatten den Status wie ein Prinz oder Prinzessin und wir waren ein Teil von diesem Konstrukt, ja. 33 Grad Freimaurerei, auf jeden Fall. Ordo ab Kau, ja. Und ja, wir hatten auch eine Villa. Wir waren auch sehr hoch anerkannt, genauso wie die Prinzessin Theresa aus Ungarn. Und wir hatten im Grunde genommen auch die Rituale durchgeführt gehabt in Bezug auf diese Illuminaten-Freimaurerei. Unsere Familie im adligen Bereich, in Bezug auf diesen ganzen Baronenschaft, ist verabschiedet worden, so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Mein Großvater war in der Freimaurerei, ja. Er hat sich verabschiedet gehabt mit dieser Entscheidung ab dem dritten Freimaurergrades, weil er hat ja damals halt auch die Entscheidung treffen können. Ab dem dritten Freimaurergrad kann man sagen, ob man weitermachen will oder nicht. Aber damit man überhaupt in der Baronschaft oder in irgendeinem Monarchensystem weiterkommen kann oder in der Politik, muss man weitermachen als Freimaurer. Man verlangt, dass man bis zu 32, 33 Grad Freimaurerei machen soll. Ich möchte aus persönlichem Schutz und halt auch um den Schutz meiner Familie nicht verraten, wie wir damals wirklich hießen. Ihr müsst das auch verstehen, weil es ist verdammt gefährlich, mit den Freimaurern in Kontakt zu treten, geschweige denn überhaupt in Konflikt zu geraten. Weil diese Brüderschaft verläuft in dem Sinne so, dass man halt was verspricht und dass man auch wirklich das geheim hält. Daher nennt man das auch Geheimbund. Und wenn man das natürlich nicht einhält, dann ist man tot. Dann kann man mit bösen Überraschungen natürlich halt auch erwarten. Und ich möchte meine Kinder, mich persönlich, also meinen persönlichen Schutz bewahren und möchte jegliche Angriffe von irgendwelche Personen, die aus diesen entsprechenden Kreisen kommen, vermeiden. Egal, ob jetzt halt die Illuminaten-Freimaurer oder die Skull and Bones-Freimaurer sind, es sind alle Satanisten. Ja, ich hatte als Kind Rituale zu Hause auch durchleben dürfen. Ich weiß nicht, was mit meinem Vater damals los war. Er war auch kein Freimaurer, aber er hat die Illuminaten-Rituale zu Hause komischerweise durchgeführt gehabt. Wir hatten sogar von meinem Opa den alten Schwert, das ist ein alten Ritualschwert. Der war aber nicht geschliffen, der war ja auch irgendwo verrostet. Aber da sind okkulte Symbole schon drauf. Also wir haben zweimal den Baphometen drauf gehabt. Puh, sah schon auch ein bisschen keltisch aus. Und er hat manchmal eine schwarze Tischdecke ausgebreitet gehabt, drei Kerzen am Tisch angesetzt, anstatt zwei, drei Kerzen. Ja, ist auch normal. Freimaurer nutzen immer drei Kerzen. Und da hat mein Vater aus dem Garten eine riesen Rosendornhecke geholt gehabt. Oh, warum Rose? Rosenkrieger.
Templerritter. Das ist das Symbol. Von ihm habe ich den ganzen Grundwissen auch, zum Teil halt auch von meinem Großvater, der hat es uns auch weitervermittelt. Und er hat Rituale getrieben gehabt zu Hause, mit schwarzen Kerzen, anstatt rot, mal schwarz. Und was auch sehr seltsam war, ist, dass ich auch seltsame Begegnungen hatte in meiner Vergangenheit, gerade in der Schule. Satanistische Kinder, die halt damals auf die Karl-Mirner-Schule gekommen sind. Die haben Kinder gesucht gehabt für ihre Rekrutierung in Bezug auf diese ganzen okkulten Kreisen, also für diese satanistische Kirchen. Sind keine echte Kirchen normalerweise in Frankfurt. Die Messen wurden im Friedhof, also im Hauptfriedhof also abgehalten. Zum Teil halt auch im Südfriedhof oder wie noch dem. Ja, das sind die Krufts. Und die werden sogar zugelassen, komischerweise. Man will auch, dass man dort diese Rituale führt. Die Behörden schauen weg, die Kontrollen werden zwar gemacht, aber halt nur so, wir gucken müssen, ob alles in Ordnung ist. Kinder macht nichts kaputt, hieß es. Kinder macht nichts kaputt. Und von alleine, von dem, was Jugendliche wissen, könnten normalerweise Erwachsene schon profitieren. Weil es ist gefährlich. Was haben die vor mit der Menschheit? Die haben die Weltmacht, ja. Die Illuminaten und die Skull and Bones Freimaurer sind Satanisten. Wer hat die Freimaurerei erfunden gehabt? Das waren die Templerritter. Wer hat die Templerritter denn gegründet? 1118 und 1119 hatte der Vatikan ja die Templerritter gegründet gehabt. Die sind auch in den Kreuzkriege gegangen für den Vatikan. Und wenn man sich dann die entsprechenden Filmmaterialien sich anhört, was die im Hintergrund direkt im Vatikan singen, das ist ja eigentlich eine Luzifer-Anbetung. Ja, das machen die Eingeweihten, aber alles auf die lateinische Sprache, nicht auf Italienisch, nicht auf Englisch und auch nicht auf Deutsch. Es ist lateinisch. Und viele, die gar nicht lateinisch sprechen können und nicht verstehen können, das sind diejenigen, die denken, oh, hier wird Jesus Christus angebetet oder Maria. Nein, es wird Luzifer angebetet. Und das ist ja das Verrückte. Und diese Gebet im Vatikan ist im Internet aufgetaucht. Und das ist auch ein gutes Beweismittel. Und es wird auch noch so vieles im Vatikan geheim gehalten. Es gibt heute noch Bücher im Vatikan, die unter Verschluss stehen. Unter Zensur, unter Verschluss. Warum? Warum trägt denn der Vatikan die Pyramide mit dem allsehenden Auge? Ganz einfach, weil er sich verbindet halt mit den Ägyptern. Und zwar mit den Pyramiden in Gizeh. Die drei Pyramiden, die direkt an, also gerichtet sind an diese entsprechenden drei Sternen. Der Stern Orion. Da steckt ein großes Geheimnis. Immer die drei Sternen, die drei Pyramiden. Und wenn wir dann in Gizeh, also selbst in der Pyramide in Gizeh reinschauen, da kommt keiner mehr rein. Höchstens nur noch die Wissenschaftler selber, wenn sie noch am Forschen sind. Da findet man wirklich noch ich weiß nicht mehr, ja, an der Wand, das findet man unter der Säule so entsprechende Figuren, wie zum Beispiel, was so dubios ist, das käme aus unserer Zeit, aber längst nicht vor viele Tausenden von Jahren. Ein Helikopter, ein Panzer. Ein Flugzeug könnte auch ein UFO sein, ich weiß es nicht. Es ist schwer zu deuten, aber unter diesem Flugzeug sieht man da auch noch ein Maschinengewehr. Das kennen wir aus unserer Zeit. Aber warum finden wir das denn zum Beispiel in der Pyramide drinne? Aber man hat auch in der Maya-Kultur auch noch entdeckt gehabt, so entsprechende Merkmale wie der Panzer. Aber der Panzer sieht so aus, als ob da Rollen wären, ne? So wie wir das vom Zweiten Weltkrieg her kennen. Und dann halt auch noch Wesen mit so komischen Augen. So sehen wir Menschen überhaupt nicht aus. Es wird unheimlich viel geheim gehalten, weil wir nicht wissen dürfen, was wirklich halt vor sich geht in dem ganzen Konstrukt. Man will es nicht. Genauso wie das Thema Nephilis. Wer sind die Nephilis? Mensch, das steht alles in der Bibel zum Teil drin. Die Nephilis waren Engel. Ja, zum Beispiel halt auch der Luzifer war ein Engel, ein gefallener Engel. Und die Engel sind längst nicht so groß wie wir. Wir sind 1,70 Meter, so circa. Das müssen wir uns auch noch überlegen. Im Grunde genommen, wenn jetzt zum Beispiel die archäologische Ausgrabung, wie zum Beispiel, wie es damals in Rumänien stattgefunden hatte,
Wenn wir uns das genauer mal anschauen, wie groß sind denn diese Skelettteile? Mein Gott, man hat ja riesen Skelette, Mensch, angeblich menschliche Skelette gefunden gehabt, die bis zu 10 Meter groß sind. Die Menschen wissen nichts davon, ist ja geheim gehalten worden. Und ich möchte gerne noch was sagen zum Thema Berichterstattung, mal als Beispiel hier in Deutschland. Viele Zuschauer ist es nicht bewusst und nicht klar, wer im Grunde genommen als Intendant zum Beispiel beim ARD sitzt. Der Intendant in München von der ARD, der größte überhaupt, der jetzt halt als Intendant über alle Sender von ARD steht, wie zum Beispiel Hessischer Rundfunk, SWR, NDR, WDR und wie sie auch alle heißen. Er ist ein CDU-Parteimitglied. Seit wann kann das dann bitte schon halt eine neutrale Berichterstattung sein? So, und er selber ist ein Freimaurer. Und das heißt aber auch, dass es entsprechende Dinge gibt, die nicht publiziert werden dürfen. Egal ob jetzt aus der Politik, aus der Wirtschaft oder aus der Wissenschaft, weil wir haben in der Wissenschaft auch Zensur. Unheimlich viel. Und es betrifft nicht die schlechte Wissenschaftsinhalte, sondern den guten, wie zum Beispiel halt in Bezug auf diese saubere Energieform. Es gibt da einen Film, das nennt sich Thrive. Was braucht die Erde mehr? Thrive Movement hat das produzieren lassen. Und da wird deutlich halt erklärt, wie das überhaupt das Ganze hier funktioniert. Mit die entsprechende saubere Energieform und was auch unter Zensur steht. Ja, da wurde auch Nikola Tesla erwähnt, Albert Einstein, okay, das wissen wir ja. Da geht es halt um diesen Torusberechnung, aber halt auch über die Krebsforschung. Das war ein super Beispiel, was damals halt gezeigt wurde, dass gerade halt Krebs doch heilbar ist. Aber man möchte ja im Grunde genommen ja gar nicht, dass wir im Grunde genommen gesund werden. Ja, es geht hier um viel Geld. Das ist ein Big Business, ja, sagen sogar auch viele Ärzte, die ja auch mittlerweile nicht mehr schweigen, egal in welchem Bereich das ist. Man möchte, dass wir gezielt krank werden, damit wir dadurch halt potenzielle Kundschaft werden, damit wir immer schön brav Medikamente konsumieren. Ja, wir sind Konsumente und nicht nur Patienten. Und dass wir irgendwann vielleicht davon sterben. Ja, das passiert nicht so selten. Ja, zum Beispiel mit der Psychopharmaka-Geschichte. Das wollte ich auch mal ansprechen. Die Psychopharmakas sind schlechte Medikamente. Anstatt dass man halt Gesprächstherapien macht, ja, in Bezug auf entsprechende Traumata, weil Traumata sind keine psychische Krankheiten. Sind keine. Ja, und das sind ganz normale Emotionen, wenn man langfristig mal traurig ist. Das hat einfach halt mal was mit damit zu tun, dass man unzufrieden ist, dass man auch enttäuscht ist, ja, und man möchte sich davon losreißen, man möchte ein normales Leben führen können. Aber wie kann man denn halt nur normal weiterleben können, wenn im Grunde genommen, ja, der Seelenfrieden einfach fehlt, ja? Man muss einfach die Situation bereinigen, aber natürlich auf eine humane und seriöse Art und Weise, ohne dass man da über Leichen geht. Aber die Pharmaindustrie kauft die Ärzteschaften ein, wie die CCHR-Organisation das auch ausgesprochen hatte. Das ist die Synthesized Comment of Human Rights, so nennen sie sich, und die haben ihren Hauptsitz in Los Angeles. Und da werden massenweise Psychopharmaka verschrieben. Und die Menschen, die das dann konsumieren, werden auch noch als psychisch krank abgestempelt. Wobei diese Krankheiten gibt es nicht. Das ist auch eine Konstrukt. Aber von wem? Es gibt Kasimir Wundt, ist der Bruder von dem Gründer und der Erfinder der Psychiatrie. Das ist der Karl Wundt. Kasimir und Karl Wundt, genau. Weil der Karl Wundt, der war Professor hier in Deutschland, in Bayern, glaube ich, und dann später in Leipzig. Und hatte dann auch viele Studenten, die ja einst halt beim Skull and Bones Mitglieder waren, hat er auch mit denen geforscht gehabt im humanen Bereich. Und der war ein marxistischer Illuminati. So, und der Karl Wundt hat damals mit Kasimir Wundt dieses Projekt Psychiatrie ins Leben gerufen gehabt. Und Adolf Hitler hat sehr stark profitiert von dieser Psychiatrie-Geschichte.
Und es sind sehr viele Unschuldige in die Psychiatrie gekommen und sind am Ende vergast worden. Ja, und es waren nicht immer Juden und Zigeuner oder, Verzeihung, Sinti und Roma. Für mich sind die Zigeuner ein normales Völkchen. Ja, das ist auch ein Hirnriss, was die Politiker hier gemacht haben. Die Zigeuner sind in meinen Augen genauso würdige Menschen, genauso wie die Juden oder halt auch die Deutschen, die Amerikaner oder die Russen. Es ist alles eine Menschheit, ja. Also ich finde das halt von dem Ganzen her, dass das halt Quatsch ist, wie die das im Grunde genommen halt jetzt mit der Diskriminierungsgeschichte halt organisiert haben. Um halt die Menschheit zu reduzieren, haben sie die Psychiatrie ja auch ins Leben gerufen gehabt. Und die Foltertechniken in der forensischen Psychiatrie in unserer heutigen Zeit ähneln ganz arg mit der Stasi-Methode. Ja, und ich kenne mich mit der Stasi-Methode aus. Ja, ich kenne mich mal aus. Wir haben KGB-Mitglieder gehabt in der Familie. Ich habe mich mit diesem Thema befasst gehabt, weil ich wollte wissen, wer war Angela Merkel? Oder wer ist Angela Merkel und auch der Herr Gauck? Die waren alle beide bei der Stasi im ehemaligen DDR. Ah, und heute regieren die hier. Ah, woher haben wir dann das System überhaupt in der forensischen Psychiatrie her? Ja, aus der Stasi-Zeit. Das ist eine Foltertechnik, um halt aufmüpfige Bürger, die halt irgendwo diese Missstände in die Öffentlichkeit bringen wollen, hier in der BRD oder allgemein, dass die das im Grunde genommen in die Öffentlichkeit bringen wollen, dass sie deswegen mundtot gemacht werden oder so schwer weit gravierend gefoltert werden, dass sie dort sterben. Ja, wie zum Beispiel Petra Heller, das ist ein super Beispiel. Petra Heller hat für die Kinderrechte gekämpft gehabt, hier in der BRD, gegen die Jugendämter zum Beispiel, weil die Jugendämter wirklich halt massenweise Kinder in die Inobhutnahme nehmen. Und das meistens auch ohne einen Grund. Da, wo wirklich halt der Widerstand sehr gering ist, da greifen die Jugendämter zu. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead
instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, for I have complete confidence. Response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate, and sometimes even anger public opinion. This means greater coverage and analysis of international news. For it is no longer far away and foreign, but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news, as well as improved transmission. And it means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security. And so it is to the printing press, the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.